Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Yes Your Grace, wo wir nur noch 10 Wochen, glaube ich, 11 Wochen irgend sowas zur Zeit haben, bevor Radovia angreift, und wir haben noch eine Menge zu tun irgendwie. Wir sind gerade dabei, fleißig Allianzen zu schmieden und mal hier und da zu hören, was die einzelnen Lords zu sagen haben und außerdem natürlich den Hinweisen nachzugehen. Und wir werden mal gucken, ob wir da diese Woche ein bisschen weiterkommen. 10 Wochen haben wir noch. Müssen wir noch irgendwas erledigen? Karneval. Wir verdienen halt echt wenig Geld im Moment. Wir müssen noch eine Allianz schließen. Haben wir eigentlich schon von Sir Frederick? Bekommen wir schon Geld? Okay, das heißt, wir werden nicht komplett verhungern. Diese Woche, wir haben Einnahmen von 17, 21, 25, Ausgaben von 23. Das ist natürlich nicht so cool. Das sind allerdings Ausgaben von 23 mit unseren beiden Agenten. Von daher passt es schon. Die werden wir auf jeden Fall benutzen, um irgendwelche Locations abzuklappern und so weiter und so fort. Wir schauen also einfach mal. Wir haben auch schon 540 Soldaten. Sir Jovan konnten wir diese Woche nicht einladen, ne? Für eine Allianz. Oh, wir haben einen Brief bekommen. Ein Koch. Ist wirklich ein Koch. Der Banker ist schon wieder da. Okay, wir fangen mal mit der Taube an. Werter Vater, sagt Sedani, dass dir gut geht. Er hat die ersten beiden Tage der Reise nur nonstop miaut. Also war er komplett heiser. Ich habe danach aufgegeben und habe einfach... Ach nein, er hat danach aufgegeben und den Rest der Reise komplett verschlafen. Unglücklicherweise ist King Ivo allergisch gegen Katzen, also lassen wir ihn draußen. Mach dir jedoch keine Sorgen, ich habe ein kleines Haus für ihn gebastelt, so dass er einen kleinen kuscheligen Platz nur für sich alleine hat. Ich vermisse euch alle so sehr. Vielleicht könntet ihr mich eines Tages besuchen. Eure Losulia. Armer Dusty. Er hat es immer geliebt, im Bett mit Losulia zu knuddeln. Sedani muss das ja nie erfahren. Wir sollten Losulia nach etwas anderem fragen. Gut, dann fragen wir sie mal nach Ivo. Fragt sie nach Ivo, wie ist er so als Ehemann und wie wird er mit dem Tod seines Vaters fertig? Ja gut, allem Anschein nach, ne? Den Eindruck, den wir hatten an der Hochzeit. Und sagt, dass ich ihm mein Beileid übermitteln möchte. Erwähnt außerdem, dass wir daran arbeiten, den Mörder zu finden. Sehr wohl, euer Gnaden, ich werde ihr einen Brief schreiben. Wir sollten in wenigen Wochen eine Antwort erwarten. Okay. So, holen wir erstmal unseren General wieder rein. Gnaden, ich bin, aus dem Babuschka-Dorf, richtig. Hat ja irgendjemand die Hexe freigelassen. Zurückgekehrt. Und ich bin dort 2 Nächte mit meinen Männern geblieben. Nichts ist passiert, außer dass die Füchse den Müll durchwühlen. Wir haben nichts gefunden, aber die Dörfler haben gesagt, dass sie sich mit uns dort wohler fühlen. Danke für euren Bericht. Macht weiter so. Okay, das war also komplette Verschwendung. Hexe nicht real. Ja, der General hat berichtet, dass er nichts Außergewöhnliches gesehen hat, während er ums Dorf patrouilliert ist. Okay, wir haben aber zumindest eine Massenpanik vermieden. Rede ich mir zumindest ein. Ich habe den Anbetern mit den Geistern geholfen, euer Gnaden. Wir hatten sie ausgeschickt, ne, um einen guten Geister in einen neuen Schrein zu rufen. Und es versammeln sich jetzt eine Menge Leute in den neuen Schrein. Danke, Alena. Eure Hilfe ist immer willkommen. Die Frau muss sich mal um die Fiole kümmern. So langsam. So, wir schauen mal. Vialit haben wir eingeladen. Coole Stimme. Euer Gnaden. Ich... höre, dass ihr alle mit den Bestiengesichtigen kämpft.
Wir bereiten uns auf einen Kampf mit Radover vor. Ihr habt richtig vernommen. Mein Name ist Violett. Meine Älteren? Oder ja, ihre Vorfahren vielleicht, ich weiß nicht genau, haben viele Jahre vor mir mit den Bestien gekämpft. Und ich habe gehört, sie haben einen radovianischen Hund hier in euer Schloss gebracht. Man sagt, ihr haltet ihn im Kerker. Ich möchte euch mit diesen verdammten Biestern helfen. Ich werde Männer und Ressourcen bereitstellen. 3 Gold, sehr gut, und 150 Armee im Ausgleich für den roten Hund. Kein Hund, keine Armee. Ich kann es nicht einfacher machen. Okay, aber wofür braucht ihr ihn? Er macht hier ihren Akzent nach. Ne? Sie spricht so ein bisschen mit abgekürzten Konsonanten und so. Ja, also, wofür braucht ihr ihn? Ich werde ihm eine Lektion erteilen. Ich vermute, wir sollten ein Exempel an ihm statuieren. Seinen Hundebrüdern zeigen, was passiert, was mit denen passiert, die die Linie übertreten. Und das wird sie dann etwas zurückhalten oder richtig wütend machen. Aber ich bin dem Vorschlag nicht abgeneigt, besonders weil es mir Gold bringt. Das macht natürlich dann im Endeffekt die Friedensverhandlungen mit den Radovianern etwas schwieriger. Aber was soll's? Kurzfristige Probleme, erstmal eine kurzfristige Lösung. Und vielleicht sind die auch gar nicht so sauer deswegen, ne? Weil wie er reagiert hat, ne, er hat ja erwartet, dass man ihn hinrichtet im Prinzip. Und hat uns halt als feige bezeichnet, weil wir ihn halt nicht hingerichtet haben. Tut, was ihr wollt, aber bitte erspart mir die Details. Fantastisch. Ich werde es ganz langsam machen und werde sicherstellen, dass er weiß, dass ich da bin. Oh. Eine Sache noch, euer Gnaden. mein Handy ist vom Tisch, falls ihr jemals einem dieser Hunde helft. Das wollte ich nur klarstellen, euer Gnaden. Okay. Ja, mal gucken. So, ich habe diese Fiole gefunden. In der Nähe von Branka. Könnt ihr mir irgendetwas darüber sagen? Ich war noch nie in Branka. Sieht aber ziemlich fies aus, das Ding. Ich habe außerdem einen Brief gefunden. Ich weiß nicht, eine Allianz mit ihr, also hätte ich normalerweise nicht gemacht, aber ich sehe da noch keinen Nachteil drin, tatsächlich. Aber sie ist halt nicht so die Art Mensch, mit dem ich mich eigentlich einlassen würde. Ja, der Brief war auf sehr fein verzierten Pergament. Wisst ihr, woher er kommen könnte? Lasst mich darüber nachdenken. Nicht aus meinen Landen, euer Gnaden. Ist er nicht signiert? Das ist merkwürdig. Merkwürdig und unhöflich. Gut. Tierzahn, wie sieht's aus? Den habe ich in meinem Weinkeller gefunden. Könnt ihr mir etwas darüber sagen? Oh, das ist ein mein niedlicher Zahn. Er ist schön. Das ist alles, was ich euch darüber sagen kann, euer Gnaden. Und es tut mir leid, dass ich da keine große Hilfe bin. Okay. Das wäre alles. Ei, euer Gnaden. So, borgen wir uns Geld vom Banker eigentlich nicht, ne? Ja. Nee, danke. Alles gut. So, hilft uns natürlich immer gerne. Wir haben Koch. Wir laden erstmal die Bauern hier vor. Gnaden, wo ich herkomme, gibt es einen merkwürdigen Nebel, der den nahegelegenen Wald umgibt. Jeder, der in den Nebel geht, verschwindet ohne jede Spur. Ein paar örtliche Abenteurer haben sich gemeldet. Sie haben gesagt, dass sie denjenigen finden würden, der dafür verantwortlich ist, aber sie sind nie zurückgekehrt. Wir denken, dass der Nebel
Leute in Frösche, vielleicht auch Käfer verwandelt. Es gibt eine Menge von denen in den Wäldern, aber kein Zeichen von den Leuten, die dort drin verschwinden. Ja, vielleicht haben sie sich verlaufen, vielleicht wurden sie auch entführt. Schicke ich meine Hexe los. Ich glaube, ich kann mir das noch erlauben, die Hexe loszuschicken. Ober. Ja, vielleicht hat der Nebel einen magischen Ursprung. Es wäre am besten, eine Hexe loszuschicken, um das zu überprüfen. Vielleicht kann sie mit der Situation fertig werden. Natürlich. Magie mit Magie bekämpfen. Ihr habt einen klugen Kopf auf euren Schultern. Kein Wunder, dass ihr der König seid. Das sehe ich nämlich auch so. So, alle sind happy. Das finde ich schon mal gut. Abergläubisches Bauernpack. Meine Hexe hätte eigentlich Besseres zu tun, ne? Ja, da scheint ein dichter Nebel in den Wäldern in der Nähe zu sein. Ein Bauer, der den Thronsaal besucht hat, behauptet, dass die Leute verschwinden, sobald sie ihn betreten. Der König hat entschieden, eine Hexe für Ermittlungen auszusenden, da der Nebel vielleicht magischen Ursprungs ist. Ja, die Hexe hat den Bauern mit ihrem Schrein geholfen. Via Litz Vergangenheit beeinflusst ganz klar ihre Entscheidungen. Ihre Ablehnung der Radovianer bedeutet, dass sie uns nur im Kampf helfen wird, wenn wir alles tun, was wir können, um ihnen zu zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Aha, es gibt also vielleicht auch eine friedliche Lösung für den ganzen Konflikt. Die Lady hat uns gebeten, den radovianischen Gefangenen an sie auszuliefern oder zu übergeben, sodass sie dann mit ihm tun kann, was auch immer sie möchte. König Erik hat diesem Handel zugestimmt. Ich frage mich, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Oh, euer Gnaden, mein Junge, mein liebster Enkel hat sich in große Schwierigkeiten gebracht, euer Gnaden. Er hat mich gebeten, nicht hierher zu kommen, aber ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll. Ah, er ist mit den war mit den Orakelstaubverkäufen für lange Zeit involviert. Er ist harmlos, hat er mir gesagt. Er hat ihn zunächst nur verkauft, aber kürzlich hat er auch damit begonnen, ihn selbst zu konsumieren. Er war überglücklich, so glücklich und ja, kichernd, lachend. Ja, also, wie sagt man im Deutschen? Ich glaube, dafür gibt es im Deutschen gar kein treffendes einzelnes Wort. Also, er hat die ganze Zeit halt gekichert zu Beginn. Er hat mir sogar versucht, mich davon zu überzeugen, ihn den Staub zu benutzen, um mich zu entspannen, aber ich bin keine Lady, die in so schlimme Dinge involviert werden kann. Und jetzt ist er sehr krank, euer Gnaden. Er kann das Bett nicht verlassen, mein armes Baby. Er fragt ständig. Entschuldigung, er bittet ständig darum, ihm mehr Staub zu bringen, aber ich weiß, dass das sicherlich die Ursache seiner Krankheit ist. Er sagt mir, dass der Staub dafür sorgen wird, dass er sich besser fühlt. Ich bringe es nicht übers Herz, ihn in diesem Zustand zu sehen. Er bewegt sich kaum, seine Haut ist so blau wie Blaubeeren. Okay, bitte helft ihm, euer Gnaden. Ich habe weder Gold für einen Heiler noch eine Hexe, weil die habe ich gerade weggeschickt auf eine ultra wichtige Mission. Entzug. Ich hoffe, Entzug hilft. Ansonsten keine Ahnung. Ja, da kann ich nicht helfen. Ich kann. -4. Ich kann eurem Enkel nicht helfen. Er muss stark bleiben, bis die Krankheit vorüberzieht. Oder vorübergeht. Stellt sicher, dass er genug trinkt.
und lass ihn nichts mehr von dem Staub nehmen. Er wird das Ganze überwinden. Das hoffe ich wirklich, Euer Gnaden. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Das war doch ein ziemlich guter Hinweis, würde ich sagen, oder? Ich hoffe, der Typ stirbt nicht am Entzug. Abgeschlossen. Okay. Eine alte Dame hat den Thronsaal besucht, um nach Hilfe für ihren Enkel, um Hilfe für ihren Enkel zu bitten. Orakelstaub hat ihn sehr krank gemacht. Der König konnte der Dame nicht helfen, aber hat ihr geraten, dem Enkel nichts mehr von dem Staub zu geben und ihn dafür zu sorgen, dass er genug trinkt. Euer Gnaden. Oh nein, nein, nein. Ach, das ist doch nicht wahr. Ein Hahn ist seit Tagen durch unsere Küche gerannt, aber wir haben es endlich geschafft, ihn zu fangen. Es war ein wunderschöner Vogel. Wir konnten ihn nicht behalten, da wir schon einen Hahn haben. Aber ich habe eine delikate Brühe gemacht. Unser Personal hat sie so sehr gemacht, dass ich dachte, ich bringe euch vielleicht ein bisschen, damit ihr sie probieren könnt. Ich bin mir nicht sicher, wo dieses Huhn herkam, aber er war sicherlich wohlgenährt. Oh nein, Sedani wird mich töten. Warum habt ihr mich nicht erst um Erlaubnis gebeten? Das war das Haustier meiner Tochter. Oh, Gnaden, das wusste ich nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Gefeiert. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, sie braucht ihn nicht mehr, jetzt da der Stecher weg ist. Ich schaue später mal besser nach ihr. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Okay, gut. Also Sedani, kein Haustier. Das heißt, sie wird sich ganz schnell ein neues suchen. Mal sehen, was als nächstes drankommt. Vielleicht findet sie ja irgendwo eine Katze. Ich meine, so schwer kann es ja nicht sein, oder? Der Hahn, den König Erik für Sedani gekauft hatte, ist irgendwie in unsere Küche gerannt und wurde zu Essen verarbeitet. Okay, gut. Sehr schön. Können wir mal unsere Alice angucken. Mal gucken. Jovan ist immer noch aushäusig. Den können wir nicht einladen. Ich bräuchte das Gold aber wirklich. Haben wir noch irgendjemanden, mit dem wir es uns noch nicht verscherzt haben? Mascha könnte uns ein Gold geben. Wer weiß, was die möchte. Also Jovan würde ich gerne einladen. Etten, nachdem wir da dieses eine Ding erledigt haben, wäre auch total gut. Gregor müssen wir noch absagen. Oder wir lassen es halt. Ist eigentlich komplett egal, glaube ich. Können wir mal auf die Karte schauen. Ich weiß halt echt nicht, ob es Sinn ergibt, hier einen General hinzuschicken. Weil eigentlich ist der Zug mit Etten ja schon abgefahren, oder? Vielleicht schicke ich ihn lieber woanders hin. Gut, wir schauen uns erstmal ein bisschen im Schloss um. In den Gärten ist Maya noch da, aber sowas von. Hier gibt es keine neuen Super-Optionen. Hier auch nicht. Wir könnten höchstens noch mal mit dem General reden. Das bringt wahrscheinlich nicht wirklich was. Der wird uns über die Fiole auch nichts sagen können. Ja, das sieht so aus. So, Aurelia hat wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Ja, wir sehen uns später. Okay.
Ja, unsere Zellen sind leer. Wir haben alle Gefangenen ausgetauscht. Mit wem sollen wir denn hier noch reden? Hier waren ja zwei Dingsies. Zwei Diamanten, Steine, was auch immer. Oh Mann, haben wir noch Husten? Schön. Moment, Schluck trinken. Ah, sorry Leute, tut mir echt leid. Aber ist jetzt halt so. Müssen wir alle durch. Euer Gnaden. Oh, Lausulia hat einen Brief geschickt. Ich habe sie nach Dusty gefragt. Und genauso wie du es mir aufgetragen hattest. Oh, und was hat sie gesagt? Geht's Dusty gut? Mag er die neue Burg? Ich wette, er würde es hier lieber mögen. Ja, ihm geht's vollkommen gut, Sedani. Er mochte die Reise nicht so sehr, aber er ist jetzt in einem gemütlichen Burg und liegt wahrscheinlich in der Nähe eines warmen Kamins. Nein, Vater. Er ist ein Erkunder. Rennt wahrscheinlich überall auf den Burgmauern herum, so wie er es hier getan hat. Natürlich, Sedani. So, ja, der Hahn. Ich musste den Hahn leider weggeben, Sedani. Ich habe ihn freigelassen. Es tut mir leid. Er wollte wirklich aus diesen Burgmauern heraus. Und er wird glücklicher sein jetzt, da er frei ist. Danke, euer Gnaden. Ich wollte das selbst tun. Er war als Agent nicht geeignet. Alles, was er getan hat, ist überall hinzuscheißen. Ich bin froh, dass Sie ihn freigelassen haben, Vater. Ja, ich bin auch froh. Bitte sei vorsichtig mit diesen Tieren, Kürbistieren. Bin ich, euer Gnaden? Okay, also das ging irgendwie nochmal gut aus, ne? Um Sedani vor einer Enttäuschung zu bewahren, hat Erik ihr gesagt, dass er den Hahn freigelassen hat. Sie hat seine Entscheidung willkommen oder gut geheißen und war deswegen überhaupt nicht aufgebracht. Gut gemacht. So, aber hier waren noch echt zwei von diesen lustigen... Was sollen wir denn hier noch angucken? Hier beim Zahn fehlt uns immer noch was. Bei der Fiole, da müsste ich die Hexe mal drauf ansetzen. Für den Zahn brauche ich wahrscheinlich noch einen Jäger oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Uns fehlt ja auch noch ein Agent. So, dafür haben wir schon 700 Soldaten am Ende der Woche jetzt. Wir bekommen ja jede Woche 10 dazu. So, nee, aber hier ist alles in Ordnung. Also gab es wahrscheinlich nur zwei Gesprächsthemen mit Sedani. So, wie machen wir das? Wen laden wir ein? Vielleicht erstmal Mascha. Hören mal, was sie zu sagen hat, wer sie so ist. Was wir mit ihr anstellen können. Und dann schicken wir... wohin? Ja, unseren General erstmal nach Tilka. Und da müssen wir echt mal unsere Hexe langsam zu Hause lassen, damit sie sich wegen der Fiole kümmern kann. Das wäre, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Könnte ich mir vorstellen. So, sind wir denn für heute durch? Ich glaube, wir sind für heute durch, ne? Jo, wir bezahlen inzwischen schon 20 Getreide Unterhalt, haben halt unsere 700 Soldaten dann tatsächlich zusammen, nehmen ein bisschen Geld auch ein, sind hier die Einnahmen von Via, sind dabei, 3 Gold, okay, die haben wir erstmal, ne? Wenn wir uns dann später doch dazu entscheiden sollten, irgendwie den Radovianern ein Freundschafts-, ein Friedensangebot, irgendwas zu machen, es könnte auch sein, ne, dass sie uns jetzt plötzlich überfallen, weil die selber Probleme haben, bei denen sie vielleicht Hilfe brauchen. Oder ich habe keine Ahnung.
Oder dass denen noch irgendein großes Unglück widerfährt und so und wir denen dann irgendwie gegen Hilfe Frieden anbieten können oder so. Weiß ich nicht. Kann ja alles passieren. Dann können wir das machen. Wir bekommen im Moment nur noch ein Getreide pro Woche raus, wie es aussieht. Wieso ist denn der Unterhalt plötzlich so teuer? Ach, weil wir Soldaten bekommen haben, aber keine weiteren Vorräte, um den Unterhalt zu decken irgendwie. Problem. Na gut, da müssen wir uns nächstes Mal drum kümmern. Ich mache heute nicht weiter, Leute. Halt, sorry, tut mir leid. Ich hoffe, also es wird langsam besser, aber wird noch 2-3 Tage dauern, denke ich. Schauen wir mal. So, für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dann wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.